Weißt du, wo Erik bleibt? Ruf ihn halt an. Ist doch dein Verlobter. Oder hast du ihm eingeredet, dass er nicht kommen soll, weil du gegen die Veranstaltung bist? Linda, Erik macht, was er will, okay? Ich finde nur, dass wir die Situation nicht noch weiter aufheizen sollten. Ich duck mich nicht weg, Caro. Vor allem jetzt nicht. Und ich will, dass du mich dabei unterstützt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich muss noch was erledigen. Kannst du nicht mehr telefonieren, oder was? Ich halte es bei deinem Vortrag, okay? Moin zusammen. Moin. Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Ich bin Erik Thomsen, Leiter der Naturschutzgruppe Lea. Heute geht es um Mähverbote. Wie Sie bestimmt schon gehört haben, steht demnächst die Entscheidung der Landrätin über Mähverbote an. Und wie Sie sicher auch wissen, versucht das Landwirtschaftsbündnis beruflich die Landrätin mit aller Macht gegen diese Mähverbote aufzuwiegeln. Manche interessiert es, andere nicht so. Haben die ein Glück? Das Ding ist, diese Mähverbote, die sind wirklich die letzte Chance, unser hiesiges Ökosystem noch zu retten. Wenn die bisher extensiv genutzten Wiesen und Weiden jetzt für die Nutztierhaltung gemäht werden, dann werden Mistplätze... Was in Arbeit ausgerechnet jetzt? Kann es nicht bis nach dem Vortrag warten? Ich muss ja erst zu Fuß nach Hause meinen Wagen holen. Auf drastische Weise zerstört werden, ja? Tut mir wirklich leid. Der Verlust, der ist nicht einfach wieder umkehrbar. Die Bauern auch. Wo wollen Sie hin? Da ist irgendwas passiert. Sie bleiben hier und schreiben schön mit. Lisa, kannst du mir vielleicht bei der Bewirtung helfen? Caro musst du weg und ich schaffe das nicht alleine. Wenn es um Auflagenbeschränkungen geht, jedweder Art, dann sperren die sich, so gut sie können, mit Händen und Füßen. Danke. Und damit gefährden die unsere Natur, die gefährden unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Und, wer ist tot? Caroline Wörner. Wörner? Den Namen kenne ich, woher? Von Lindas Kneipe am Hafen. Ich habe sie vorhin noch gesehen. Henk und ich waren gerade erst da. Ach, zum Essen? Nein, Insa hatte uns zum Frühschoppen eingeladen. Also mich nicht. Henk ist schon mal zurück ins Büro. Die Spusi wollte erste Ergebnisse mailen. Jetzt schon? Ja, ehrlich gesagt sind wir schon fertig, Herr Brockhorst. Ich habe nur noch auf Sie gewartet. Ja, das ist auch gut so. Wer schießt denn auf die? Das wissen wir leider noch nicht. Der Wagen gehört Caros Verlobten Erik Thomsen von der Naturschutzgruppe. Es kann also sein, dass der Schuss gar nicht für sie bestimmt war, sondern für ihn. Allerdings glauben wir, dass der Schuss von dort aus dem Feld abgefeuert wurde. Und dazu bräuchte man ein Zielfernrohr. Das heißt, der Täter wusste, auf wen er schießt. Ja, und wir haben in ihrer Handtasche eine Pistole gefunden. Also vielleicht hat sie sich bedroht gefühlt. Vielleicht wollte sie auch selbst jemanden umbringen. Und der kam jetzt so vor? Ich muss zu meiner Freundin. Was ist das denn? Das ist meine Freundin da. Erik. Thomsen. Wie, den lassen Sie hierher? Wahrscheinlich hat er drauf bestimmt. Caro! Caro! Oh Gott! Oh.